Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zum Gottesdienst hier aus unserer Kirche und bei euch zu Hause. Heute ist der 5. Sonntag in der Fastenzeit, in der Passionszeit. Die Fastenzeit, die Passionszeit, das sind die 7 Wochen vor Ostern. Für diese 7 Wochen gibt es schon viele Jahre lang ein Motto. Es heißt 7 Wochen ohne. Und hinter dem ohne kommt dann immer ein Thema für diese 7 Wochen. In diesem Jahr heißt dieses Thema Üben 7 Wochen ohne Stillstand. Also 7 Wochen, in denen es irgendwie vorangehen soll. Am Sonntag vor 5 Wochen haben wir nach dem Ziel dieser 7 Wochen geguckt. Vor 4 Wochen haben wir geguckt, wie wir darauf zusteuern können. Vor 3 Wochen haben wir geguckt, wie wir dabei bleiben können. Am vorletzten Sonntag haben wir uns gefreut, dass wir dabei geblieben sind. Letzten Sonntag haben wir geguckt, wie wir Schwierigkeiten aus dem Weg räumen können. Und heute erholen wir uns. Als Gott die Welt gemacht hat, hat er 6 Tage ordentlich gearbeitet und am 7. Tag einfach nichts gemacht. Das können wir auch. Wir feiern diesen Gottesdienst hier bei uns in der Kirche und bei euch zu Hause im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das Lied Gott des Himmels und der Erden. Das findet ihr in den Gesangbüchern unter der Nummer 445. Wir singen die ersten beiden Strophen und Stefan Orth begleitet uns dabei auf der Orgel. Aus Psalm 61. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Ganz bestimmt werde ich nicht hinfallen. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine kaputte Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen und lügen gern. Mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille bei Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz. Ganz bestimmt werde ich nicht hinfallen. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Manchmal ist alles so laut um uns herum. Wir wissen gar nicht mehr so genau, wer wir sind. Wir verlieren uns selbst aus dem eigenen Blick. Hilf uns, uns auf uns selbst zu besinnen. Hilf uns nachdenken. Hilf uns, still zu sein und uns neu zu orientieren. Darum bitten wir dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich über uns. Aus Lukas 2. Maria aber behielt alle diese Worte und bedachte sie in ihrem Herzen. Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied »Man lobt dich in der Stille«. Das ist die Nummer 323. Wir singen davon die erste Strophe. Und wenn ihr das zu Hause mitsingen möchtet, dann könnt ihr das Buch auch aufgeschlagen lassen, weil nach der Predigt singen wir das nochmal. 323, die Strophe 1, Stefan Orth begleitet uns. Man lobt dich in der Stille, du hocherhabener Zions Gott, des Rühmens ist die Fülle. Vor dir, o Herr Zebaoth, du bist doch Herr auf Erden, der Frommen zuversicht. In Trübsal und Beschwerden lässt du die Deinen nicht. Drum soll dich stündlich ehren mein Mund vor jedermann und deinen Ruhm vermehren, solang er lallen kann. Maria aber behielt alle diese Worte und bedachte sie in ihrem Herzen. Ich nehme an, ihr wisst, wo das steht. Die Engel erscheinen den Hirten, als Jesus im Stall in Bethlehem geboren wurde. Die Hirten gehen zum Stall und gucken, und dann erzählen sie allen, die das hören oder auch nicht hören wollen: Für uns ist ein Kind geboren, in Bethlehem im Stall. Nicht für die Könige und Bürgermeisterinnen und die Wichtigtuer und die Besserwisserinnen, sondern für uns, für die Hirten, für die Armen, für die, die Hunger haben, für die, die nicht im Blick der Öffentlichkeit stehen. Das ist das Wichtigste an der Weihnachtsgeschichte. Jesus wird für uns geboren, für euch und für die, die echt nichts von der Sonnenseite des Lebens abbekommen haben, ganz besonders. Maria aber behielt alle diese Worte und bedachte sie in ihrem Herzen. Was Maria da macht, ist stark.
Sie singt nicht, wie noch kurz vor der Geburt von Jesus, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist und dieses ganz besondere Kind von Gott bekommen wird. Sie jubelt nicht, sie schreit nicht laut raus, jetzt wird alles anders, jetzt ändert sich die Welt, zieht euch warm an, ihr Wichtigtuer und Besserwisserinnen, ihr Könige und Bürgermeisterinnen. Sie bedenkt diese Worte in ihrem Herzen. Sie bleibt still dabei. Vielleicht kennt ihr das, manchmal ist alles zu laut. In der Wohngemeinschaft streiten sich zwei, im Wohnzimmer läuft der Fernseher für die, die schlecht hören, ganz laut. Am Esstisch hört jemand Musik von seinem Handy und ihr hört vor allem den Rhythmus der Bässe, wumm, wumm, wumm. Dann braucht ihr eure Ruhe. Ich habe hier einen Ohrenschützer. Nein, das sind keine Kopfhörer, da ist keine Musik drin, die machen einfach nur Ruhe. Alles, was von draußen kommt, kann man nicht mehr hören oder nur noch ganz leise. Kein Streit mehr, kein lauter Fernseher, keine Basstöne vom Handy nebenan, einfach nur Ruhe. Und wenn ich jetzt spreche, merke ich gerade, ich höre mich selber nicht. Wenn ich komisch sprechen sollte, mal sehen. Solche Ohrenschützer setzen Menschen auf, die eine laute Arbeit haben, die einen Laubbläser bedienen, die eine Motorsäge laufen lassen, die mit einer Abbruchbirne ein Haus abreißen. Aber man kann solche Ohrenschützer auch aufsetzen, wenn man keine laute Arbeit hat, wenn man einfach mal ein bisschen Ruhe braucht. Nur in Ruhe kann man nachdenken, so wie Maria. Nur in Ruhe kann man Worte im eigenen Herzen bewegen. Vielleicht singen wir deshalb so gerne zu Weihnachten Stille Nacht, Heilige Nacht. Wozu brauchen wir diese Stille eigentlich? Ich glaube, Maria musste mal drüber nachdenken, wie es jetzt mit ihr und mit Josef und diesem Kind weitergeht. Wie sollten sie jetzt wieder nach Hause kommen? War das gefährlich? Sollten sie einen Umweg machen? Und ich brauche Stille auch dringend zum Nachdenken. Meistens dann, wenn ich nicht so genau weiß, wie mein Leben weitergehen soll. Möchte ich, wenn ich in Rente bin, noch etwas arbeiten? Und wenn ja, was? Möchte ich in diesem Frühjahr Samen aussäen? Und wenn ja, welche? Möchte ich beim Sommerfest auf dem Karlanzhof Fischbrötchen verkaufen oder lieber rumgehen und die Kolleginnen und Kollegen mit Getränken versorgen? Vielleicht braucht ihr auch mal eure Ruhe zum Nachdenken. Möchtet ihr da wohnen bleiben, wo ihr jetzt wohnt? Möchtet ihr mal eine neue Arbeit ausprobieren? Möchtet ihr euren nächsten Geburtstag mal groß feiern? Und wenn ja, mit wem? Ruhe und Stille lässt uns zur Besinnung kommen. Wenn um uns herum alles ein bisschen laut ist, dann brauchen wir das manchmal, Ruhe und Stille, damit wir wissen, was wir wollen, damit nicht alles ganz automatisch so weitergeht, wie es eigentlich immer geht. Vielleicht aber auch, damit wir wissen, dass das gut ist, wenn alles so weitergeht, wie es immer geht, könnte ja sein, dass genau das richtig gut ist. An diesem Sonntag sorgen wir also mal für ein bisschen Stille und Ruhe. Einfach für uns. Maria aber behielt alle diese Worte und bedachte sie in ihrem Herzen. Amen. Wir singen nochmal das Lied »Man lobt dich in der Stille« 323, die erste Strophe. Stefan Ort begleitet uns auf der Orgel. Thank you.
bist doch Herr auf Erden, der Frommen Zuversicht. In Trübsal und Beschwerden lässt du die Deinen nicht. Drum soll dich stündlich ehren mein Mund vor jedermann. Den Sonntag heute haben Alexandra Abel und Henrik Pröhl am 16. März aufgenommen. Marc Intelmann, der sonst immer unsere Gottesdienste aufnimmt, ist krank. Gute Besserung von hier, Marc. Stefan Ort hat Musik gemacht, Henrik Pröhl hat gelesen und ich bin Peter Handrich. Am nächsten Sonntag ist im Lutherhaus und in unserer Kirche kein Gottesdienst. Dafür ist ab 10:30 Gottesdienst mit Katrin Frost über Kanal 11 und YouTube und Facebook. Das ist der Palmsonntag. Schaltet dann gerne wieder ein. Lasst uns beten. Wenn ihr mögt, sprecht nach den einzelnen Bitten mit mir mit. Gott, das wünschen wir uns. Gott, wir brauchen manchmal Zeit für uns selbst und Ruhe, damit wir herausfinden können, was wir wollen. Gib uns Ruhe und Stille, nicht immer, aber dann, wenn wir sie brauchen. Lass uns Gedanken denken, die uns gut tun. Wir rufen, Gott, das wünschen wir uns. Gib allen Menschen die Ruhe, über sich und die Welt nachzudenken. Lass sie gute Entscheidungen für ihr Leben treffen. Entscheidungen, die das gute Leben von allen Menschen im Sinn haben. Wir rufen, Gott, das wünschen wir uns. Wir bitten dich um den Frieden auf der Welt. Niemand soll Angst vor seinen Nachbarinnen und Nachbarn haben, vor Soldatinnen und vor Gewalt. Dabei denken wir ganz besonders an die Menschen in der Ukraine und im Jemen und in Syrien, überall da, wo es gerade keinen Frieden gibt. Wir rufen, Gott, das wünschen wir uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied Korn, das in die Erde fällt. Das ist die Nummer 98, die erste Strophe. Liebe.
diesen Sonntag mit dem Segen Gottes. Gott segne und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ein Komponist aus Lettland, Richards Dubra, hat das Vaterunser auf Ukrainisch vertont. Er möchte damit seine Unterstützung für die Ukraine ausdrücken. Stefan Ort spielt dieses Vaterunser jetzt für uns als Nachspiel auf der Orgel. Überall in der Welt sind Kriege. Und einer wütet seit dem 24. Februar mitten in Europa. Um genau zu sein, in der Ukraine. Und an diese Menschen denke ich besonders. Aus diesem Grund zünde ich eine Kerze an.